Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Zeitplan für das umstrittene Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada steht seit heute auf dem Prüfstand des Bundesverfassungsgerichts. Gegner des Vorhabens wollen durch Eilanträge verhindern, dass die Regierung CETA zustimmt und damit Teile des Abkommens schon bald in Kraft treten. Morgen will das Gericht über die Anträge entscheiden. Die EU ist für Kanada nach den USA zweitwichtigster Wirtschaftspartner. Jährlich werden Waren im Wert von 60 Milliarden Euro gehandelt. Durch das CETA-Abkommen, so Prognosen, könnte das Volumen noch um bis zu 23% gesteigert werden. Denn mit CETA sollen Handelshemmnisse abgebaut werden, unter anderem 99% der Zölle. Es brennt noch Licht im Beratungszimmer des zweiten Senats am Bundesverfassungsgericht. Bis morgen früh wollen die Richterinnen und Richter entschieden haben, ob sie CETA vorläufig stoppen werden. Im Gerichtssaal wirbt der Bundeswirtschaftsminister den ganzen Tag dafür, dass CETA nächste Woche beschlossen werden kann. Ich glaube, dass wir gute Argumente vorgetragen haben, warum wir endlich in der Welt Regeln brauchen, auch für den Handel, Regeln für Nachhaltigkeit, für Schutz von Arbeitnehmerrechten, Verbraucherschutz. Bislang ist das in den Freihandelsabkommen der Welt nicht verankert. Mit dem Abkommen mit Kanada schaffen wir das erstmals. Doch in Karlsruhe vertreten verschiedene Organisationen fast 200.000 Menschen, die das anders sehen. Mit der größten Bürgerklage aller Zeiten wollen sie CETA stoppen. Viele Leute spüren sehr genau, dass es hier nicht mehr nur um Handelspolitik und um Zölle geht, sondern dass es hier um Einschnitte geht, die unser aller Leben betreffen. Es geht um Demokratiefragen, es geht um Rechtsstaatfragen. Beispiel 1, der gemischte Ausschuss, das Steuerungsorgan von CETA, kann das Abkommen aus Sicht der Kläger weiterentwickeln und ändern. In ihm sitzen Vertreter aus Kanada und der EU, aber nicht zwingend aus Deutschland. Die deutsche Bevölkerung hätte also keinen Einfluss mehr auf Veränderungen, so der Vorwurf. Beispiel 2, das Investitionsgericht, das neben den staatlichen Gerichten besteht und vor dem kanadische Investoren auch Deutschland verklagen können. Dies sei eine Paralleljustiz und die lasse das Grundgesetz nicht zu, sagen die Kläger. Außerdem würden mit dem Investitionsgericht rechtsstaatliche Prinzipien verletzt. Unter anderem um diese juristischen Streitpunkte ging es im Gerichtssaal. Präsident Andreas Voskuhle stellte gleich zu Beginn klar: Befürworter und Gegner des Abkommens neigen häufig zu Vereinfachung. Das mag in einer politischen Debatte verständlich sein. Die verfassungsrechtliche Bewertung des Abkommens hat aber der Komplexität des Gegenstandes hinreichend Rechnung zu tragen. Dafür werden sich die Verfassungsrichter Zeit nehmen. Im Verfahren heute und morgen geht es zunächst nur um die Frage, ob Deutschland nächste Woche der vorläufigen Anwendung von CETA zustimmen darf. Zum CETA-Verfahren jetzt ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam live aus Karlsruhe. Es wird wohl eine Nachtschicht werden hier am Bundesverfassungsgericht. Doch über Nacht können die Richter ein so kompliziertes Abkommen wie CETA nicht abschließend inhaltlich bewerten. Ob CETA gegen das Grundgesetz verstößt, wird erst das endgültige Urteil zeigen, vielleicht in ein oder zwei Jahren. Aber bis dahin ist geplant, CETA vorläufig anzuwenden, ohne dass der Bundestag zustimmen muss. Im Gerichtssaal war heute zu spüren, dass das den Richtern durchaus Bauchschmerzen bereitet. Die rechtlichen Hürden für einen vorläufigen Stopp durch das Gericht sind sehr hoch. Deshalb fragten die Richter genau nach. Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, sicherzustellen, dass bis zum endgültigen Urteil keine rechtlichen Fakten geschaffen werden? Vor allem könnte Deutschland zur Not aus der vorläufigen Anwendung von CETA aussteigen und könnte man vielleicht den Bundestag doch früher als geplant einbeziehen? Bei EU-Fragen hat das Gericht bislang oft nicht komplett den Weg versperrt, aber durchaus rechtliche Grenzen gesetzt. Ob das auch diesmal wieder der Fall sein wird, wird die Entscheidung zeigen, die morgen gegen 10 Uhr erwartet wird. Und damit zurück zu Jens Riewer. Alle wichtigen Fragen zum Streit über das Freihandelsabkommen beantworten wir ausführlich, auch bei uns im Netz auf tagesschau.de. Die Bundesregierung sieht eine Trendwende bei den Asylanträgen. Nicht nur die Zahl der Schutzsuchenden, die nach Deutschland kommen, ist deutlich zurückgegangen. Innenminister de Maizière sagte, im September habe das zuständige Bundesamt für Migration auch erstmals mehr Anträge entschieden, als neue gestellt worden seien.
Auf den Flüchtlingsandrang im vergangenen Jahr hatte die Regierung unter anderem mit mehr Personal bei der Bundesbehörde reagiert. Es kommen weniger Flüchtlinge nach Deutschland. 213.000 sind es bislang in diesem Jahr. Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres waren es fast dreimal so viele. Dazu kommt, der Bundesinnenminister sieht eine neue Tendenz. Die Zahl der Asylentscheidungen steige. Das lässt sich jetzt eine Trendwende erkennen. In der letzten Septemberwoche hat das Bundesamt für Migration erstmalig mehr Entscheidungen getroffen, als Anträge gestellt worden sind. Gut 460.000 Entscheidungen über Asylanträge waren es bislang dieses Jahr. Diese vergleichsweise hohe Zahl macht sich an den Verwaltungsgerichten bereits bemerkbar. Mit der Zahl der Entscheidungen steigt auch die Zahl der Klagen von Flüchtlingen. Deswegen sind bei uns die Zahlen weiterhin enorm gestiegen. Wir vermuten auf das Gesamtjahr bezogen eine Verdopplung gegenüber dem ohnehin schon sehr eingangsstarken Jahr 2015. Der Grund? Mittlerweile bekommen die meisten Syrer nur noch subsidiären Schutz. Das heißt, sie dürfen ihre Familien vorerst nicht mehr nachholen. Und dagegen klagen viele. Insgesamt sind es dieses Jahr knapp 20.000 Fälle. Häufig bekommen sie Recht. Die Klagezahl von den gesamten Verfahren ist nicht so hoch, aber von denen, die durchgegangen sind, doch immerhin 80% bestätigt den Klagegrund. Die Verwaltungsgerichte ächzen unter der zunehmenden Zahl der Klagen. Die Probleme werden verlagert, die Verfahren ziehen sich hin. Die Trendwende, von der de Maizière heute sprach, gilt also nur eingeschränkt. Das Bundeskabinett hat heute seine Pläne für Steuerentlastungen auf den Weg gebracht. Diese sollen in den beiden kommenden Jahren Arbeitnehmern und Familien zugutekommen. Geplant ist, den Grundfreibetrag, von dem alle Steuerzahler profitieren, schrittweise bis 2018 anzuheben. Ebenso den Kinderfreibetrag. Das Kindergeld soll um 2 Euro je Kind steigen. Die Länder müssen noch zustimmen. Weihnachten ist erst in 10 Wochen, aber im Kabinett ist heute schon Bescherung. Der Finanzminister will den Steuerzahlern in den nächsten Jahren weniger tief in die Tasche greifen. Die Bundesregierung entlastet Steuerzahler und Familien um mehr als 6 Milliarden Euro jährlich. Mehr als 2 Milliarden Euro Entlastungen wirken schon ab dem Jahr 2017. Ab dem Jahr 2018 steigt dieser Entlastungsbetrag dann auf mehr als 6 Milliarden Euro an. 6 Milliarden, das ist viel Geld. Aber umgerechnet auf den einzelnen Bürger ist die Entlastung eher bescheiden. So steigt das Kindergeld zum Januar mal gerade um 2 Euro im Monat. Wer mehr verdient, steht durch erhöhte Freibeträge besser da. Diesmal wird es wieder so sein, dass die, die vom Kinderfreibetrag profitieren, 4 Euro pro Monat mehr haben werden, während diejenigen, die nur Kindergeld beziehen, nur 2 Euro pro Monat mehr haben werden. Das heißt, diese Ungerechtigkeit, diese Dreiklassengesellschaft, die wir in Deutschland haben in der Kinderförderung, die wird weiter fortgeführt und die gehört dringend korrigiert. Der steuerliche Grundfreibetrag steigt in 2 Schritten auf 9.000 Euro. Das soll Menschen mit geringerem Einkommen entlasten. Für die Linke nur ein halbherziger Schritt. Ich finde es wirklich skandalös, dass es bis heute so ist, dass jemand, der nur von seinem Vermögen lebt, wesentlich weniger Steuern zahlt als jemand, der hart arbeitet. Schließlich soll durch eine Änderung der Steuerkurve die sogenannte kalte Progression abgemildert werden, damit künftig von Lohnerhöhungen etwas mehr im Geldbeutel der Arbeitnehmer bleibt. Die USA und Russland wollen ihre Syrien-Gespräche wieder aufnehmen. Die Außenminister beider Staaten, Kerry und Lavrov, würden sich am Samstag in Lausanne treffen, hieß es heute aus dem russischen Außenministerium. An den Verhandlungen sollen offenbar auch Vertreter der Türkei, des Iran und Saudi-Arabiens teilnehmen. Anfang des Monats hatten die USA wegen der andauernden Luftangriffe auf die syrische Stadt Aleppo die direkten Gespräche mit Moskau abgebrochen. Im Nachbarland Irak bereiten sich Regierungstruppen auf eine Großoffensive gegen die IS-Hochburg Mosul im Norden des Landes vor. Dabei werden sie auch von mehreren hundert US-Soldaten unterstützt. Die sunnitische IS-Miliz hatte die Stadt und weite Teile des Landes vor gut 2 Jahren erobert. Die Mehrheit im Irak gehört der muslimischen Gemeinschaft der Schiiten an. Diese feiern heute das Ashura-Fest. Es erinnert an die Schlacht von Karbala, die als Ausgangspunkt für die Trennung von Schiiten und Sunniten gilt. Eine lange Kolonne auf dem Weg Richtung Norden, Spezialeinheiten und schweres Gerät. Wir gehen nach Mosul, rufen die Männer der irakischen Antiterroreinheit. Und wir lassen nicht einen einzigen IS-Kämpfer übrig. Wir machen sie zu Staub. Auf nach Mosul.
Am Morgen fließt Blut zum schiitischen Ashura-Fest. Es soll an den Tod des Imam Hussein in der Schlacht von Karbala erinnern. Wieder stehe ein entscheidender Kampf bevor, diesmal gegen den IS. Wir lassen nicht zu, dass irgendjemand uns das Land wegnimmt, sagt sie. Wir überlassen es nicht dem Terror. Alljährlich wird in Bagdad zu Ashura die Schlacht von Karbala nachgespielt. Sie markiert im Islam die endgültige Trennung von Schiiten und Sunniten. Das Gemetzel aus dem 7. Jahrhundert steht für die Schiiten symbolisch für den Kampf gegen das Böse. Und heute ist das für die Schiiten im Irak die Terrormiliz IS. Die Terrormiliz IS vertritt heute die Feinde von Imam Hussein, sagt er. Sie haben die gleiche schlechte Weltanschauung wie unsere Feinde damals. Die Flagge des schiitischen Imam weht auf vielen Panzerfahrzeugen, die jetzt unterwegs Richtung Mosul sind. Sehr bald soll die Offensive beginnen. Der Kampf wird nicht leicht und er wird nicht schnell vorüber sein. Aber die Stimmung bei den Leuten hier in Bagdad hat sich geändert. Der IS hat schon Ramadi und Fallujah verloren. Sie sind sich sicher, er wird auch Mosul wieder hergeben müssen. Der IS ist besiegbar, das haben die letzten Monate gezeigt. Der frühere HSH-Nordbank-Chef Nonnenmacher muss sich wegen verlustreicher Geschäfte vor der Finanzkrise erneut vor Gericht verantworten. Der Bundesgerichtshof in Leipzig hob die Freisprüche für Nonnenmacher und 5 damalige Vorstände vom Vorwurf der Untreue auf. Der Fall muss nun vor dem Landgericht Hamburg noch einmal aufgerollt werden. Die Vorinstanz hatte die Pflichtverletzungen für nicht gravierend genug gehalten. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hatte das die Rechte von Verbrauchern beim Gebrauchtwagenkauf gestärkt. Bei einem Schaden innerhalb eines halben Jahres ist künftig der Verkäufer in der Pflicht. Er muss nachweisen, dass der Schaden nicht schon beim Verkauf vorgelegen hat. Die Opfer des Missbrauchs bei den Regensburger Domschwatzen sollen bis Ende 2017 finanziell entschädigt werden. Das ist ein erstes Ergebnis nach monatelangen Beratungen zwischen Vertretern der Kirche und Betroffenen. Auch soll eine bistumsunabhängige Anlaufstelle für die Opfer eingerichtet werden. Der Regensburger Bischof Voderholzer bat die Opfer heute um Vergebung. Seit Januar hatten sich noch einmal 129 Männer gemeldet. Die Übergriffe bei dem Knabenchor fanden in 2 Vorschulen und einem Internat statt. Der Bischof von Regensburg und ehemalige Domspatzen haben es geschafft, und zwar gemeinsam. Sie haben den systematischen Missbrauch und die Misshandlungen bei dem weltberühmten Knabenchor aufgearbeitet. Mindestens 422 Kinder und Jugendliche waren betroffen. Jeder Einzelne ist einer zu viel. Und ich kann nur sagen, es schmerzt mich zutiefst. Und ich will alles in meiner Kraft Stehende tun, um durch persönliche Begegnung auch Wunden zu heilen. Das weitere Vorgehen. Unabhängige Studien sollen soziologisch und historisch die Vorgänge von 1945 bis Anfang der 90er Jahre untersuchen. Und ein unabhängiges Gremium wird entscheiden, wie viel Geld die Betroffenen wie etwa Alexander Probst als Anerkennung für erlittenes Leid bekommen. Bis zu 20.000 Euro sollen es sein, deutlich mehr als die Deutsche Bischofskonferenz allgemein empfiehlt. Wir haben diese Befriedung jetzt zum Greifen nah, wenn nicht schon erreicht, die wir uns, wie der Herr Voderholzer vorhin sagte, tatsächlich ersehnen. Wir haben nicht damit gerechnet, das kann ich jetzt sagen. Der Umgang des Bistums mit den Missbrauchsfällen bei den Regensburger Domspatzen war für viele Betroffene lange Zeit enttäuschend. Die heutigen Ergebnisse markieren für sie eine Wende. Und hier die Lottozahlen: 22, 29, 35, 37, 39, 47, Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 13. Oktober. Das Balkantief bringt uns noch feuchtkühle Luft. Ein Tief über Spanien lenkt dagegen mildere Luft heran, sodass am Freitag an den Alpen die 20-Grad-Marke erreicht wird. In der Nordosthälfte regnet es heute Nacht etwas, im Westen und Süden zunächst verbreitet klar, später einige Nebelfelder. Nachdem die sich aufgelöst haben, wird es morgen recht freundlich. In der Nordosthälfte meist bedeckt, aber nur ein paar Tropfen. Gegen Abend kann es auch im Südwesten etwas regnen. An der See heute Nacht bis 8 Grad, im südlichen Bergland leichter Frost. Morgen unter Wolken nur einstellige Werte, am Oberrhein bis 15 Grad. Am Freitag teils Sonne, teils Wolken und meist trocken, in der Nordosthälfte windig. Am Samstag wieder wechselhafter, am Sonntag im Norden und Osten viele Wolken, sonst wird es nach Nebelauflösung freundlich.
Fina Atalay meldet sich heute um 22.45 Uhr. Ihre Tagesthemen: die Festnahme von Leipzig, Einblicke in die Vergangenheit des mutmaßlichen Terroristen und Asylanträge, immer mehr Klagen gegen die Entscheidungen des BAMF. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.